Hallo Leute zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Folge von Total War Rome 2 mit den Ägyptern. In der letzten Folge, ach scheiße, ich hab vergessen zu speichern, deswegen darf ich jetzt den Part nochmal von vorne aufnehmen. Und zwar unter anderem auch die Schlacht gegen die Scheißrömer. Ja, aber gut. Wir werden Kidamos verteidigen, Leute. Wir werden das packen. Wir werden sie vernichten. Das ist mein Ziel und letzte Folge werden wir das auch schaffen. Denn wir schaffen sowas immer. Irgendwie reiten wir uns immer aus der Scheiße raus. Und da bin ich gewissermaßen wie Han Solo. Ich schaffe sowas. Immer wieder. Ich rede mich immer wieder raus. Und deswegen kämpfen wir jetzt gegen die Römer. Mit Cornys Garde in Kidamus selbst. Und werden Kidamus verteidigen. Denn das muss getan werden. Aber immerhin, wir haben Pikeniere mit dabei. Wir haben Elite-Schwertkämpfer mit dabei. So haben wir auch ein paar Schwertkämpfer mit dabei. Wir haben gute Karten. Was uns so fehlt, ist Kavallerie. Das ist ein Problem. Und wir haben keine Garnison übrigens, Leute. Das ist auch ein Problem. Aber gut. Hoffnung macht sich breit, denn wir können das schaffen. Drüben sind zwei Einheiten. Wir dürften es doch gar nicht sein, oder? Ich glaube nicht. Ja, es waren nur zwei Velitas und die Einheit. So, zwei bitte. Ist mir noch nie aufgefallen hier, dass hier eine Mauer ist. Ha! Geil. Machen wir das halt so. Euch direkt dahinter bitte. Drei. Oder ne. Doch, 3, 4, 5, 6. Eigentlich ist es keine so gute Idee, genau die Piken loszuschicken. Okay, da kommt von dort Unterstützung. Und von da. Jetzt wird's lustig, Leute. Jetzt wird's lustig. Okay, wir können den hier drüben die Hölle heiß machen. Wir uns nach hier begeben. Das geht schon mal ganz gut. So, hier drüben mit euch bitte. Da halt beschießen wir die Velites und auch dann noch Appius Naso. Okay, gut. Jetzt kommt er, super. Unsere versteckten Einheiten, wo er hat Legionärskavallerie vorgeschickt. Da drüben kommen ganz viele Kohorten. So, die Bogenschützen werden jetzt den Velitas-Truppe zerschießen, komplett. Sag's ja, ich doch. Auch die Tureos-Herbahn-Sperrkämpfer machen gut mit. Der Trupp hat nämlich keine Chance mehr dann. Das ist die Hauptsache gewesen. So, abhauen bitte. Darum kümmern die sich jetzt hier. Okay, rauf damit euch. Ihr macht den hier fertig. Der ist einfach zerstört. Der Trupp hier. Es waren zu viele Pfeile. Waren viel zu viele Pfeile. Okay, du kannst mit abhauen. Du deckst dir mal jetzt hier die Seite. Super, dann sind die gleich weg hier. Cool. So, macht ihr mal schön fertig hier weiter. Okay. So, die sind weg. Und rüber hier mit euch. Hier haben wir grundsätzlich eine gute Position. Das ist der Vorteil dabei. Die Bogenschützen können richtig schön Schaden machen. Ich halte mich hier bereit. Euch hier. Euch hier. Und ich schicke mir mal rein. So, die Fernkämpfer müssen halt rechtzeitig ankommen. Das ist wichtig. Denn die sind wieder wichtig, um auch hier die Leves auszuschalten. Und die anderen numidischen Söldnerspätria. Und die Leves. Und die Velites. Und die... Oh, scheiße, das ist Artillerie. Fuck it. Schnell weg.
Schnell weg! Rennt! Da ist Artillerie! Können wir auch noch hier drüben gehen wieder. Fuck. Da kommt was. Okay. Wenn er jetzt wirklich hier kommt und mich angreift, dann wird er sofort beschossen. Okay, er ist gleich in Reichweite. Und Quadrat bitte. Zack. Okay, die Spätri machen das schon alleine. Weiter mit. Oh, fuck! Shit! Shit, 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 shit. Zurück mit euch! Oh fuck. Ab ins Quadrat bitte. Und hier decken wir jetzt euch die Flanke. Okay, jetzt höre ich jetzt auch wieder zurück, bitte. Fuck, nein! Nein, nein, nein! Was macht ihr da? Schrottet den General, los! Nein! Los, macht ihn fertig! Oh, wie ihr euch aufstellt, ey. Aber gut, der ist tot. Der ist tot. Sowas von. Super weg hier. Och nee. Jetzt charge noch mal kurz rein. Fuck, da kommt noch mehr. Und weg hier bitte. Hier mit euch. Ihr kommt hier rauf bitte. Und der General auch schnell rüber. Scheiße, da kommen die alle. Die Artillerie feuert die schon? Sie hat's versucht. Sagen wir es mal so. Krass, ey, war das knapp. Wird eine echt knappe Angelegenheit. Beim Zierenstellen machen die Bogenschütze richtig schön Schaden. Hier drüben die Schwertkämpfer. Euch dahinter als Plänkler. Den General gleich mit dazu, bitte. Okay, spul mal kurz vor. Ach du Scheiße. Nein, da kommt Kavallerie. Nein! Nicht. Ach gut, nutzlos. Was er jetzt gerade macht. Ins Quadrat, bitte. Macht den fertig. Los, feuert bitte endlich. Okay, rüber mit dir hier. Oh, scheiße. Super, der Trupp ist tot. Und renn! Renn, mein Trupp. So, rüber mit dir bitte. Oder nicht euch, fuck. Ich hab die falschen losgeschickt. Scheiße. Okay, schießen wir bitte darauf jetzt hier. Ah, super, der nächste General ist tot. Perfekt. Was geht da ab hier? Niemals, mein Freund. Okay, Artillerie schießt. Ins Quadrat bitte. Hier drauf schießen, bitte. Ach du Scheiße, es wird ein Gemetzel. So, vorwärts hier mit euch jetzt. Jetzt müsst ihr dazukommen, bitte. Die Piken werden den Kampf hier gewinnen, das sage ich jetzt schon.
So, rauf hier bitte. So, ihr feiert jetzt bitte schön fleißig hier. Hier rum mit dir bitte. Fuck, fuck, fuck. Du gehst mir jetzt hier lang. Ich brauche mir jetzt hier drüben gleich. Okay, es sind Explosivgeschosse, die machen weniger Schaden. So, hier bitte drauf schießen auf die Leves. Okay, ihr geht nach hier drüben bitte. So, greift die Legionäre mit an. Los! Ihr gewinnt den Kampf hier, super. Ihr kommt hier dazu, super. Alter, verlustreich. Aber wahrscheinlich noch erfolgreich. Lass uns mal schauen hier drüben. Der General knackt die hier gerade. Zurück hier, los, los, los. Ab in den Rücken rein und hier drüben bitte mal auf die erste Kohorte rauf. Zack, in den Rücken rein. Was macht ihr denn da? Rennt weg! So, Peitsche bitte. Das sollte jetzt wirklich richtig schrotten. Oh, shit. Oh, shit. Alter, es sind einfach zu viele. Es sind zu viele Leute. Zu viele Soldaten. Schild aktivieren bitte. Ah, super, ja, die erste Quarte wankt jetzt hier gleich. Komplett raus. Ah, die Piken hier drüben fliehen vorher leider noch. Das ist das Problem. Ah, cool. Und hier dreh dich um. Dreh dich um. Das hilft mehr. Gut, die Schlacht ist verloren, aber wir haben so viel Schaden gemacht, die Leute. Guck ich das mal an. Die Armee ist komplett geschrottet von dem. Okay. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Komm schon, gib mir die Peitsche. Nein! Ey, die Peitsche hätte ich jetzt gebraucht. Da hätten wir das Ding noch reißen können. Also hätten wir ein paar mehr killen können, zum Schluss zumindest. Aber es war eine glorreiche Niederlage, immerhin. Immerhin das noch. Ach, fuck it. Die Armee ist tot. Nein! So eine Scheiße. Egal. Dafür haben wir halt den. Wirklich so ordentlich eingeheizt, den Römern. Also guckt euch mal an, die Armee von denen ist jetzt wirklich ziemlich nutzlos geworden, erstmal. Eine Zeit lang. Ja, der Rückzug ist angebracht, mein Freund. Der ist angebracht, definitiv. So, Lepidus rum. Armenien. Ui, Armenien. Na, was versuchen die denn da? Die Markomannen kommen, die Kappadokia, Galatien, Matea. Ja, ja. Also. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ja doch noch zufrieden, wie die ganze Lage eigentlich läuft. So. Ja. Ja, erstmal den hier bitte und mal Streitwagen-General. In der Regel waren die bis jetzt immer am erfolgreichsten. Okay. Kannst dich nicht bewegen, super. Das auch nicht. So eine Scheiße, ey. Den Trupp erwischt es irgendwann nochmal. Aber gut. Wir haben hier wieder eine Armee, die los ist, also bereit ist, los zu marschieren. Ach, hier sogar schon direkt. Cool. Die Viagra-Süchtigen kommen wieder.
So, Cornys Garde ist Geschichte, aber die Viagra-Süchtigen werden jetzt wieder ausgleichen, was verloren ist. Und holen sich Kidamus wieder. Oh, fuck. So. Du schnappst jetzt mit dir hier drüben die Armee. Und wusst sie mal schön. Überfallen die Patrouille hier. Da kommen die auch nicht mehr wieder. Super, Umsturz erfolgreich. Coole Sache, die können sich nicht bewegen. Alter. Ne, Xera haben wir, haben noch Pentheren und haben noch eine Oktere. Ist krass. Wir könnten angreifen und einnehmen. Ich mache es aber nicht. Sonst verliere ich nur später die Flotte wieder. Das will ich nicht. So, du kannst auch wieder losmarschieren. Die Eierklatscher. Du rekrutierst fleißig die Armee noch zu Ende. Super. Passt doch. Das passt doch. Okay. Die Pyramidenpenner räumen hier drüben noch ganz ordentlich auf. Warte mal. Der ist im Kampf gestorben. Das ist ein anderer gewesen. Okay. Gut. Die Armee darf sich keinen Schritt bewegen. Die ist eine Gefahr. Also muss sie sabotiert werden. Super. Und sie ist weiter vergiftet. Finde ich gut. Bin ich ein Idiot? Ich schmeiße hier schon wieder alles runter. Gibt's ja nicht. Okay. Was jetzt? Wir haben hier noch einen. Und hier. Du warst, glaube ich, hier unten ganz gut im Konvertieren. Manipulieren. Ja. 40%ige Chance, eins abtrünnig zu machen, ist schon ziemlich stark. Er ist immerhin behindert. Die 43% Erfolgschance hier, das ist schon cool. Auch nur behindert reicht erstmal aus. Okay, beweg dich mal nach Antiochia. So, ja. Was soll ich sagen? Wir haben jetzt ja Platz für eine Armee. So kann man das mal betrachten. Zwei Armeen sogar. Jetzt hier aus von der Rekrutierungsbasis her. Wir haben alles fast hier. Gut, wir forschen das gerade, super. Dann werden die nächsten Armeen Leinpanzerarmeen. Das sind schon bessere Armeen. Dann trumpfen wir noch mal ein bisschen auf hier und können noch besser gegen die Ägypter, gegen die Römer vorgehen. Finde ich gut, finde ich gut. Coole Sache jetzt hier. Der Erfolg ist schon mal ganz wichtig. So, Diogenes ist es wieder aufgestiegen. Ey, plus 9 Sichtfeld ist schon eine geile Sache hier. Für einen Streiter. Okay. Schauen wir uns mal um. Wir werden ja bestimmt irgendwo noch Armeen sehen, weiter. Wo Armeen? Mit Lepidus sind wir noch nicht im Krieg. Wir sind aber schon ziemlich dicke. Die mögen mich wirklich sehr, weil ich die ganzen Römer hier platt mache. Octavian mag mich auch. Dann können wir vielleicht handeln. Ist auch klar. Octavian findet es geil, dass ich hier Pompeius und Antonius fertig mache. Die sich ja beide wirklich krass ausgedehnt. Also besonders Antonius hat sich krass ausgedehnt. Der ist ziemlich groß geworden. Gegen Pompeius hat sich für seine Verhältnisse gut ausgedehnt. Aber das findet er schon ziemlich geil. Dass ich da so mir nichts, dir nichts überall durchdringe.
Aber es wird auch bald Krieg heißen für Lepidus. Das ist steht doch definitiv noch zur Frage, dass es getan werden muss. Apropos Lepidus, wir können Flotten aufbauen. Wir können Flotten aufbauen. Oh, die Käuber sind ja auch tot, stimmt. Da war ja was. Bauen wir mal eine Flotte auf. So, das ist ägyptische Infanterie und das ist ägyptische Auxiliarbogenschützen. Rekrutieren wir mal bitte. Okay. Fakt ist, Leptos Magna muss besser werden. Kriegst du mal einen Schiffbauer rein hier. Wir können dir aber schon mal ein paar Linienschiffe geben. Dazu gehören halt die Angriffshexferen. Muhaha. Die sind echt bestialisch. Mit den karischen Axtkämpfern drauf, ist schon eine böse Kombi. Okay. Gut, gucken wir mal hier drüben. Du musst nicht bewegt werden, natürlich du auch nicht. Scipions Badewanne. Könnt ihr drüben mal die Wellenschneider angreifen? Könnt ihr nicht. Vergessen wir das mal wieder, bitte. Vergessen wir das mal bitte ganz schnell wieder. Mir fällt gerade ein, Leute. Die Flotte, die ich hier gerade erstellt habe, braucht einen Namen, die Kinder des Nils. Lasst euch was einfallen, irgendein Flottennamen, der cool ist. Wäre jetzt ganz passend an der Stelle. So, Cornys Küstenschwänze, die arbeiten hier drüben schon an Hadrumentum weiter. Frühstück bei Tiffany's. Die werden dann weiter expandieren, würde ich sagen. Wir brauchen hier dringend Agenten. Aber sowas von. Ich kann nicht immer blind operieren, also schick mir dich mal runter. Wir warten so lange, bis unser Agent da ist, damit er vorher schon mal scouten kann, wo sich was befindet, und ich weiß, wo ich angreifen kann. Denn ich kann nicht einfach blind vormarschieren, das geht nicht. Sonst verliere ich gleich Karax wieder. Okay. Und die Pyramidenpenner. Ah, los. Mach die Römer hier mal fertig, bitte. Okay, cool. Weg damit. Wir müssen bedenken, das ist eigentlich einer unserer am wenigsten ausgebildeten Armeen überhaupt. Und die verrichtet hier auch echt Grandioses. Was wirklich genial ist. Finde ich wirklich cool. So, Dura müssen wir auch noch einnehmen. Das machen wir erst, wenn wir jetzt hier oben auch Iowa loswerden. Und danach können wir das dann machen. Aber Leute, das ist Stoff, der gehört in die Zukunft. Und die Zukunft heißt der nächste Part. Der nächste Part ist dann also wieder morgen, wie gewohnt, um dieselbe Zeit wie immer, 17 Uhr. Und in dem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.